wunderbaren guten Morgen, meine lieben Freunde, hier bei Mark on the Road. Eine Fahrradtour rund um den Bodensee. Ein Traum für viele Leute, hier ihren Urlaub zu verbringen in Süddeutschland. Und ich habe mir gedacht, in diesem Video zeige ich dir ein bisschen mal meine Heimatstadt, aber mit dem Fahrrad. Ich zeige dir ein paar Geheimtipps, die mir wirklich wunderbar gefallen. Und wir legen los. Wir sind gerade hier in Litzelstetten. Das ist ein Vorort von Konstanz, auch als Professorendorf bekannt. Hintergrund ist der, dass hier einige der Professoren der Universität Konstanz natürlich diesen Ort als ihr Zuhause nennen. Ich würde sagen, wir fahren hier einfach mal schön vorbei und begeben uns Richtung See. Hier auf der rechten Seite, etwas versteckt, liegt die Insel Mainau, die Blumeninsel. So, das ist der erste Stopp, und zwar hier oben an der Litzelstädter Grundschule. Ein fantastischer Blick bietet sich hier auf den Obersee und gleichzeitig hier vorne dran die Blumeninsel, Insel Mainau. Litzelstetten hat jetzt nicht so viel zu bieten, aber es ist eine gute Möglichkeit, von hier aus eine kleine Wanderung durchzuführen. Und zwar, es gibt einen Weg, der dich direkt am Wasser entlang führt, Richtung Insel Mainau, Eck, dann über Start zur Innenstadt von Konstanz oder einfach, so wie wir das jetzt gerade machen, Richtung Dingelsdorf. Schön ausgebaute Fahrradwege zeichnen den Bodensee aus. Und vor allen Dingen diese Seite des Sees von Konstanz zum Beispiel Richtung Radolfzell und auch auf die Höri. Das ist für Fahrradfahrer wirklich ein Paradies. Hier befindet sich auf der rechten Seite das Strandbad Litzelstetten. Das ist ein weiterer Geheimtipp. Direkter Zugang natürlich zum See und im Sommer die perfekte Möglichkeit, in das Wasser zu springen. Diese Freibäder sind kostenlos. Also, das bedeutet für deinen Urlaub am Bodensee, wenn du dir der einen oder anderen Stadt einen kleinen Badespaß gönnen möchtest, hast du hier wirklich die tolle Möglichkeit, bei diesem Strandbad kostenlos in den See zu springen. Ist das nicht traumhaft? Also für mich ist das wirklich ein Fahrradparadies. Für Campingfreunde ist natürlich der Bodensee ein Luxus. Hier, das ist der Campingplatz Fließhorn. Zwischen Litzelstetten und Dingelsdorf gelegen. Den wollte ich dir mal ganz kurz zeigen. Das hier ist Überlingen und dann zieht sich das hier entlang
zur Birnau, eine wunderbare Kirche. Nussdorf bis nach Unteruldingen und dann Meersburg. Das ist eine schöne Einrichtung hier. Die Anlage verfügt natürlich über sanitäre Einrichtungen, ein kleines Restaurant und in Litzenstetten selber gibt es einen Supermarkt, was so mit dem Auto ungefähr 5 Minuten entfernt ist. Ein wunderbares Fachwerkhaus. Wir nähern uns dem Ortskern von Dingelsdorf. Nicht ganz ohne Grund spricht man davon, leben, wo andere Urlaub machen, wenn man wirklich das Privileg hat, hier am Bodensee oder in Süddeutschland leben zu dürfen. Weil das ist einfach nur ein faszinierender Ort, ein wunderbarer See im Dreiländereck. Das erinnert mich sehr, sehr stark an Sylt mit diesem Reetdach. Das ist ein weiteres Strandbad, was ich wirklich dir empfehlen kann. Direkter Blick hier auf Überlingen. Du kannst ganz bequem von Überlingen mit einem kleinen Boot hier nach Walhausen übersiedeln oder übersetzen. Und dazu hast du hier wirklich einen sehr, sehr flach abfallender See. Und im Hintergrund dort erstreckt sich dann Bodmann und Ludwigshafen. Der nächste Stopp ist Walhausen. Auf geht's! Der Campingplatz Klausenhorn hier in Dingelsdorf ist eine weitere Möglichkeit, mit deinem Camper, Wohnmobil und natürlich mit dem Zelt deine wunderbaren Tage hier am Bodensee zu verbringen. Das ist das Strandbad Walhausen, ein kleines Juwel. Viele Leute kennen diesen Ort gar nicht. Aber auch hier wieder eine traumhafte Grünanlage. Die Möglichkeit, Beachvolleyball zu spielen und natürlich auch wieder der flache Zugang in das Wasser. Hier kannst du sogar Fußball spielen. Und natürlich gastronomische Einrichtungen sind auch vorhanden. Das einzige Highlight von Walhausen ist de facto die Möglichkeit, mit dem Boot nach Überlingen überzusiedeln oder der Startpunkt für eine Wanderung durch die Marienschlucht. Das ist der Steg, den du dann nehmen musst, um nach Überlingen zu gelangen. Dettingen ist Ausgangsort einiger Touren,
auf dem Bodernrück. Beispielsweise, ob du nach Riffzell möchtest, Markelfingen oder doch eher Richtung Bodmann, Ludwigshafen, Stockach. Das alles kannst du von hier aus machen. Also, Dettingen ist wirklich ein sehr, sehr guter Ausgangsort. Ich würde vorschlagen, wir begeben uns jetzt Richtung Hegne und dann Allensbach. Lass mich ganz kurz anhalten, nur für dich. Und dir das als kleinen Geheimtipp präsentieren. Und zwar Ortsausgang Dettingen am Gewerbegebiet vorbei und hier diese alte Landstraße nehmen, die dich direkt nach Hegne bringt. Das Ganze lohnt sich und ich zeig dir warum. Ich liebe diese Natur. Das ist so schön. Wirklich. Du bist natürlich hier im Schatten unterwegs. Das ist aber speziell in der Sommerhitze dann sehr, sehr angenehm. Und relativ wenig Verkehr. Hier lohnt sich einen Zwischenstopp einzulegen. Die Schnitzelfarm Meisterklause in Hegne, direkt am Ortsausgang bzw. am Ortseingang von Dettingen kommend. Ein unglaublich super Restaurant, natürlich auf Schnitzel fokussiert. Ob es vom Kalb ist oder vom Schwein, einfach nur lecker. Und das ist ein Tipp für deinen Urlaub hier auf dem Bodernrück in der Nähe der Stadt Konstanz. Ich hoffe, du kannst mich hören. Hegne ist bekannt geworden durch das Kloster Hegne. Ein weiterer Stopp, der sich unten im Zentrum dieser kleinen Gemeinde befindet. Und ich würde sagen, da lass uns mal hinrollen. Die Fahrradfahrer haben die gleiche Idee wie ich auch, Richtung Allensbach zu fahren. Aber ich habe mir gerade überlegt, das lasse ich sein und zeige dir das in einem anderen Video zu einem späteren Zeitpunkt. Weil jetzt steht erstmal der Campingplatz von Hegne noch an und dann noch ein kleiner Geheimtipp in der Schweiz. Du kannst Hegne ganz bequem mit dem Zug erreichen, ob es jetzt von Singen ist oder von Konstanz. Der Seehaas hat einen Stopp hier. Persönlich ist das mein Lieblingscampingplatz, weil es auch eine tolle Möglichkeit gibt, direkt hier am Gnadensee schwimmen zu gehen. Gegenüber liegt die Insel Reichenau. Meine lieben Freunde, ein weiterer Geheimtipp habe ich noch. Mein Lieblingsort in der Schweiz, direkt am Bodensee gelegen. Lass uns mal diesen Ort anschauen.
eines meiner Geheimtipps hier am Bodensee ist Altnau. Aktuell ist das der längste Steg am Bodensee. Ich habe das immer gesagt, von Mai bis September, es gibt nichts Schöneres, als deinen Urlaub in Europa zu verbringen. Wenn du jetzt wissen möchtest, was es alles in der Stadt Konstanz gibt, dann empfehle ich dir das nachfolgende Video. Wir sehen uns bei weiteren Abenteuern hier bei Mark on the Road. Mit Peace and Blessings verabschiede ich mich. Ciao, ciao!